Anna Roderich-Kiesewetter für die CDU-CSU-Fraktion. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die CDU-CSU-Bundestagsfraktion unterstützt das Mandat. Und ich möchte hier an dieser Stelle noch mal ausdrücklich auch bei Bündnis 90 den Grünen dafür werben. Herr Kollege Schmidt, Sie haben hier Äpfel mit Birnen verwechselt. Unser Mandat sieht Ausbildung, Beratung und Unterstützung vor und nicht den Kampf. Was Sie ansprechen, ist das gesonderte Sicherheitsabkommen, das die USA mit Afghanistan abgeschlossen haben. Und das sollten Sie durchaus unterscheiden, Ziffer 7 unseres Mandatstextes. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das, was vorhin aus dem Bereich der Linken vorgetragen wurde, ist eine furchtbare Stellungnahme, die der Wirklichkeit nicht gerecht wird. Wir haben im Jahr 2011 als Gastgeber auf dem Petersberg beschlossen, dass das Land Afghanistan bis 2024 auf das Niveau eines normalen Entwicklungslandes zu bringen ist. Das ist noch 9 Jahre von heute aus. Es wird eine schwere Geburt, deswegen die 9 Monate. Zu der Zeit, als wir das beraten haben, viele Kollegen waren mit dabei seinerzeit auf dem Petersberg, waren auch 3 Kolleginnen vom Kollegen Gerke dort, die sich nicht an den Beratungen beteiligt haben, sondern lautstark vor den Kameras Transparente entrollt haben. Lieber Herr Kollege Gerke, ich wünschte mir, dass Ihre 3 Kolleginnen wenigstens in Ansätzen die Ernsthaftigkeit Ihrer Argumente mal ventiliert hätten. Selbst das ist bei den Linken nicht erfolgt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir Afghanistan betrachten, ist es sicherlich für eine Bilanz bei weitem zu früh. Und wenn wir mit unseren Maßstäben Afghanistan betrachten, so müssen wir auch gewahr sein, dass ein Großteil der Welt nicht so ist, wie wir ihn wünschen. Dass viele Staaten nun mal in der Fragilität die Normalität erleben. Das bedeutet für uns, mitzuhelfen, mitzuwirken, dass diese Staaten sich trotzdem an diplomatischen Verhandlungen und als verlässliche Nachbarn an diplomatischen Verhandlungen beteiligen und als verlässliche Nachbarn erweisen. Ich möchte hier Beispiele nennen. Ghana, Burundi, Bangladesch. All diese Staaten beteiligen sich in ihrer Nachbarschaft an Stabilisierungen. Und wir müssen versuchen, dass Afghanistan auf dieses Niveau kommt. Afghanistan hat dazu noch einige Jahre Zeit und bedarf unserer Unterstützung. Und Herr Kollege Schmidt, gerade die Anpassung des Mandats innerhalb eines Jahres zeigt doch gerade, dass die internationale Gemeinschaft nicht stur einen Plan abarbeitet, sondern auf Herausforderungen reagiert. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir das Mandat angepasst haben. Und deshalb steht die Union und steht die Koalition hinter dem Mandat. Wir müssen aber auch Erfolgsbedingungen beschreiben. Und dazu gehört zunächst einmal eine grundsätzliche Stabilität innerhalb Afghanistans. Dazu brauchen wir eine legitime Regierung, die nach langem Ringen gefunden worden ist. Dazu brauchen wir aber auch grundsätzlich eine Art soziale Sicherheit in weiten Teilen des Landes, die im Großteil des Landes gegeben ist. Wir brauchen aber auch die Bereitschaft, innerhalb Afghanistans Verantwortung für die Regionen zu übernehmen. Deshalb brauchen wir die Beratungsmission. Und was aus unserer Sicht auch ganz entscheidend ist, dass Afghanistan sich nicht an den Rivalitäten in der Nachbarschaft beteiligt, sondern begonnen hat, diplomatisch ausgleichend zu wirken. Wir haben Rivalitäten zwischen Iran und Pakistan, zwischen Indien und Pakistan. Afghanistan geht einen diplomatischen Weg und darin müssen wir Afghanistan unterstützen. Drittens muss uns sehr daran gelegen sein, dass die Konkurrenzen zwischen USA, Russland und China wenigstens als Vetomächte im Weltsicherheitsrat sich auf eines fokussieren, das ist, dass der internationale Terrorismus keine Zukunft mehr in Afghanistan haben darf. Und der letzte Punkt für sinnvolle Erfolgsbedingungen ist, dass die afghanische Regierung nachhaltig diese Stabilität leistet. Herr Liebe Kolleginnen und Kollegen, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung vom Kollegen Ströbele? Ich wundere mich, dass er nicht im NSA-Untersuchungsausschuss ist, aber wenn er hier mehr zu Wort Ihnen kommt, zuhören. Gerne. Ja, gut, danke schön. Nein, ich wundere mich nur. Ja, das ist eine zutreffende Bemerkung. Ich wundere mich auch, dass ich wegen von der Union durchgesetzten Redezeit für die kleineren Fraktionen man tatsächlich dort viel zu wenig zu Worte kommt. Aber das kann man ja vielleicht an anderer Stelle noch mal diskutieren, wird sich der Ältere vielleicht mit beschäftigen.
Herr Kollege Kiesewetter, ich spreche Sie an als Soldat. Bin ich nicht mehr, bin außer Dienst. Ja, aber ich kenne auch andere Soldaten, das weiß ich, frühere Oberbefehlshaber, Herr Kuja zum Beispiel, die, nachdem sie dort ausgeschieden sind, aus dem Militärdienst, sehr kritische Haltung äußern zu dem, was in Afghanistan passiert und was möglich ist. Und ich vermisse jetzt bei Ihnen, dass Sie mal auch darauf eingehen als Militär, wie stellen Sie sich denn die Zukunft Afghanistan militärisch vor? In den letzten Jahren ist die Zahl der Opfer immer größer geworden. In den letzten Jahren ist die, also der zivilen Opfer, aber auch der in der Armee und in der afghanischen Polizei deutlich immer größer geworden. In den letzten Jahren ist es immer unsicherer geworden in Afghanistan. Und wie lange, meinen Sie, soll ein Bundeswehreinsatz jetzt noch dauern? Man muss ja auch als Soldat ans Ende denken. Wann kann das zu Ende gehen? Geht das noch 2 Jahren? Geht es noch 14 Jahren? Geht es noch 28 Jahre? Oder wie lange soll das noch gehen? Dazu bitte ich von Ihnen eine Äußerung. Und sagen Sie mir, warum wird eigentlich in Afghanistan gekämpft? Wir haben in Afghanistan keine Al-Qaida mehr. Der galt ursprünglich der Krieg. Wir haben Taliban dort. Die Taliban haben noch nie Deutsche oder Europäer außerhalb ihres Landes in irgendeiner Weise, auch keine US-Amerikaner, bedroht. Warum wird der Krieg trotzdem noch durchgeführt? Und gerade wenn Sie sich so einsetzen für den Kampf gegen den internationalen Terrorismus, nehmen Sie zur Kenntnis, dass der internationale Terrorismus in Gestalt von ISIS, von IS, in Afghanistan immer stärker wird und dass eher die Gefahr besteht, dass das eine deutliche Alternative zu den Taliban in Afghanistan wird. Wie können Sie unter diesen Voraussetzungen den Krieg fortsetzen? Jetzt, Herr Kiesewetter, eine kurze Antwort auf eine lange Frage. So. Nein, ich werde mir schon die Zeit nehmen, die haben wir ja auch. Schauen wir mal. Lieber Herr Kollege Ströbele, zunächst einmal wünschte ich mir, dass viele Generale, wenn sie so 10 Jahre, nachdem sie zur Ruhe gesetzt wurden, sich öffentlich äußern, wünschte ich mir, dass sie das während ihrer aktiven Dienstzeit gemacht hätten. So viel Zivilcourage gehört dazu. Zweitens, ich maße mir nicht an, im Nachhinein militärische Vorgänge zu bewerten. Ich habe als alter Oberstleutnant, kurz bevor ich zum Oberst befördert wurde, mich sehr stark dafür eingesetzt, dass wir geschützte Fahrzeuge nach Afghanistan bekommen. Und wir haben seinerzeit sehr viel dazu beigetragen, dass die politische Führung des Verteidigungsministeriums aus dem Ministerium und aus der praktischen Erfahrung heraus, die viele Offiziere mitgebracht haben, sich dafür einsetzt, geschützte Fahrzeuge durchzusetzen. Und dann gab es einen parlamentarischen Prozess und das Parlament hat dem zugestimmt. So stelle ich mir eine gute Zusammenarbeit vor. Über andere Dinge möchte ich hier nicht mutmaßen. Allerdings zu unserem Einsatz. Wir sind uns, glaube ich, einig, dass die Lösung in Afghanistan nur militärisch an der Seite unterstützt werden kann. Die Gesamtlösung muss tatsächlich in einem Aufbauprojekt, in einer politischen Begleitung erfolgen. Und genau den Fehler, den wir anfangs in Afghanistan gemacht haben, nämlich der Öffentlichkeit zu suggerieren, dass wir in einem friedlichen Wiederaufbau sind, nur weil wir im ruhigen Norden waren, diesen Fehler wiederholen wir nicht in Sachen der Terrorbekämpfung in Syrien, Irak und in der Stabilisierung von Libanon und Jordanien, die auch auf uns zukommen wird, lieber Herr Kollege Ströbele. Deshalb möchte ich auch Sie auffordern, anzuerkennen, dass Militär nur ein Teilinstrument, aber ein notwendiges ist und wir gemeinsam an einer übergeordneten Strategie arbeiten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich abschließend denjenigen danken, die mehr als 10 Jahre für eine grundsätzliche Herbeiführung von Stabilität gekämpft haben, vielfach mit Leben und Gesundheit dafür bezahlt haben, unseren Soldatinnen und Soldaten. Und es ist auch unseren Soldatinnen und Soldaten in Afghanistan zu verdanken, dass der Terror in bestimmten Regionen massiv eingedämmt wurde und dass Teile Nordafghanistans und auch andere Bereiche inzwischen vergleichbar sind wie Neapel bei Tag. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir müssen uns darauf einstellen, dass dieser Einsatz, und das geht auch noch mal in die Frage vom Herrn Kollegen Ströbele, noch viele Jahre dauern wird. Und es wäre ein schlechtes Zeichen, wenn wir das nicht offen ansprechen. Und es ist aber Aufgabe dieses Parlaments, das jährlich zu bewilligen und jährlich darüber zu beraten. Aber wir sollten uns alle bewusst sein, dass manches mehrere Legislaturperioden überdauert. Wir werden morgen Gelegenheit dazu haben, das noch ausführlich mit Blick auf Syrien und Irak zu beraten. Die Union jedenfalls steht hinter diesem Einsatz
Und wir hoffen, dass in Afghanistan die zivilen und auch die sozialen Kräfte gestärkt werden, weil Militär für Sicherheit sorgt. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Kiesewetter.